Ja, guten Tag zusammen und willkommen zurück bei Block and Load. Zusammen natürlich wieder mit dem Sin. Ja, hallo auch von mir. Ja, guten Tag. Ja, wir haben nochmal uns spontan zu einer Runde eingefunden, weil wir im Privatspiel gerade eine Menge Spaß haben und dachten, wir nehmen das auch mal mit auf. Wir haben eine neue Strategie, eine fast todsichere Strategie entdeckt. Kann euch vielleicht das Sin mal kurz erklären, weil der dreht ja sowieso mal ab dabei. Ja, wir haben das TNT für uns entdeckt. Wir hatten irgendwann mal ein Spiel gehabt, da haben wir gesehen, da haben Leute einfach einen riesen Krater gebaut und wir hatten es extrem schwer rüberzukommen und haben gedacht, warum machen wir das nicht auch so und sprengen uns einfach in den 6 Minuten der Vorlaufzeit einfach riesige Löcher in die Landschaft, sodass die Gegner es nachher schwer haben, überhaupt zu uns zu kommen und das macht einfach einen Heidenspaß. So. Genau. Sind wir auch schon im Game? Das ist denn ja... Ah ne, das ist die mit den Brücken. Das, ja, das ist jetzt leider nicht die Map geworden, die wir eigentlich wollten. Weil jetzt können wir leider nicht bomben in der Vorlaufzeit. Die ja, Map, das ist natürlich schade, ja. Die Map beinhaltet nämlich eine Brücke zu den Gegnern rüber, die wir eigentlich wegbomben wollen. Aber das können wir erst, sobald die Mauer weg ist. Ja, dann müssen wir hier mal ein bisschen uns hier das Material organisieren. Genau. So, da TNT sehr teuer ist. Ja, 1200 Blöcke waren das, ne? Ja. Genau, müssen wir... jetzt erstmal genug Blöcke abbauen, damit wir nachher genug legen können. Also nehmen wir einfach über hier diese Berge, wo eh keine Sau hinkommt und bauen die einfach mal ab. Interessiert ja auch keine Sau, diese scheiß Türme. Richtig. Das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig. Wir 6 Minuten können wir Blöcke abbauen, aber hey, dafür wird's danach umso witziger. Ja, wollen wir es hoffen. Das ist auf jeden Fall. Wir müssen eigentlich ja nur auf die Stützpfeiler, dann fällt die Brücke ja eh schon zusammen. Ja gut, die wird natürlich von den Enden noch gehalten. Gut, ne? da müssen wir sie dann auch noch wegmachen, ja. Oh, das kriegen wir, denke ich mal, so hin. Irgendwie hin, ja. Setzen einfach an den Pfeilern die Bombe und in der Zeit, wie die Bombe tickt, da können wir die an den Seiten ja lösen. Ja, das stimmt. Das kriegen wir schon hin, das hat ja in der letzten Runde auch gut. Ich glaube, wir haben die Runde auch gewonnen, glaube ich, ne? Ja. Auch auf dieser Map hatten wir das einmal gespielt und da hatten wir die TNT-Taktik zum ersten Mal so richtig eingesetzt, haben auch gleich gewonnen. Im zweiten Spiel danach haben wir es nochmal gemacht und haben auch wieder gewonnen. Also. Ja, ein bisschen abnooben, aber es ist ja egal. Ja, wir wurden schon als Noob beschimpft, aber hey, egal. Egal, ja eben. Aber wir haben ja gewonnen. Ja, eben. Was können wir denn dafür, dass wir so geile Macker sind? Das ist... Halt die TNT-Taktik. Die einfache TNT-Taktik. Oh, herrlich. Oh, ich freue mich schon. 4 Minuten. So. Was, 4000 Blöcke habe ich schon? Oh, ich habe erst 3, 4. Ja, es ist ein bisschen langweilig, aber dafür kommt der Spaß gleich umso mehr. Jo. Ich muss aufpassen, wenn ich hier den einen Block wegbaue, dann fällt mir eine ganze Brücke ein. Ja, das wäre natürlich nicht so schön. Daran muss ich mich noch gewöhnen hier, wenn die keine Enden mehr gehalten wird, dass sie zusammenfallen. Was ja eigentlich logisch ist. Ja, an sich schon, ja. Das ist schließlich auch ein Teil unserer Strategie. Oh, Teil unserer Strategie. Oh. Nicht in die Lava. Nee. So viel habe ich hier auch nicht mehr über. Unten dauert es noch ein bisschen. Das heißt, es gibt ja auf der anderen Map einmal die Brücke und dann ist ja noch dieser Schlamm ja noch da. Genau, der ist dann unter der Brücke. Und dann haben wir da drunter ja noch Lava, theoretisch, ne? Genau, und da unter also ist dann nochmal ein bisschen Landschaft und dann kommt die Lava. Ah, okay. Das heißt, relativ theoretisch können wir uns bis zur Lava runterbomben. Genau, das ist der Plan, damit die Leute, wenn sie rüber wollen, in die Lava fallen und sterben.
Okay, dann würde ich ja sagen, dann machen wir nur unsere Seite der Brücke sonst kaputt. Also gar nicht mal zu denen rüber. Wir haben das ja in der letzten Runde ja so gemacht, dass wir komplett alles eingerissen haben an der Brücke. Ja. Also in der Runde, wo wir es gespielt haben, logischerweise. Die Brücke muss ja so oder so weg. Ja, natürlich. Mehr als eine Minute? Ja, dann können wir wieder bei 30 Sekunden ja wieder rüber rennen. One minute left. What the block you gonna do? 1000 Blöcke habe ich auch. Reicht für ein paar Bomben. Ich baue noch ein bisschen auf der anderen Seite ab. Weg nach oben finden. Ich muss erstmal hier einen hochbauen. So, jetzt bin ich auf meiner Treppe. Okay. So. Ich mach dann die linke Brücke, ne? Die linke, nicht jetzt die rechte. Ach, die haben ja auch schon runtergearbeitet, glaube ich. Ach ne, die war schon vorher, glaube ich, da. Die haben auf jeden Fall eine Mauer hier gebaut. Die haben auf beiden Seiten eine Mauer gebaut. Na gut. Bring schon mal auf die Mauer. So. Dann müssen wir hier vorne einen Block setzen. Die haben noch da so Springpads. Hä? Wo denn? Wo denn? Wie denn? Die sind vor der Mauer. Die sind nicht auf meiner Seite. Ich? Nee. Barriers down. Take the cubes in sequence and attack their main base. But don't get stupid. The enemy's trying to do the same to you. Gleich mal hier den Pfeiler angreifen. Meine TNT-Bombe wird gesetzt. Nein, hat er mich kurz vorher noch gekillt, die dumme Sau. Versuch mal da deinen Trupp zu rächen und das TNT zu setzen. Ja, das sniped auf jeden Fall arg runter da vorne. Scheiße. Das war so, meine ist schon hochgegangen. Hält die Brücke natürlich noch hier oben. Ich werde sie hier oben mal kaputt machen. Hattest du den erwischt, den anderen Kerl? Hattest du hier TNT jetzt hingeschmissen? Ja, habe ich hingelegt. Das müsste auch gleich hochgehen. Dann mache ich den schon mal hier die Brücke weg. Jo. So, jetzt muss ich noch die Brücke auf der anderen Seite wegnehmen. So, jetzt musst du sie eigentlich... Auf der anderen Seite hält sie noch. Ach so, einmal über die komplette Seite. Okay. Ja. Das ist ja auch doof. Dann greife ich da mal den zweiten an. So, auf der einen Seite ist sie weg. So, guck auf die Brücke, gleich ist sie weg. Ich setze hier noch einmal TNT kurz. Warum hält sie noch? Ach so, sie hält noch am Schnitz weiter. Wird abgeschossen. Ah, da ist die Brücke weg. Schön, wie sie weggefetzt ist. Sah gut aus. Ich habe sogar noch einen Kill gemacht, sehr schön. So, und wieder weiter nach vorne. So, ich würde Lava durchbauen. Ja, ich wollte sagen, wir können hier vorne auf deren Seite können wir ja gleich die Lava hinbauen. Dann kommen die gar nicht erst von dort aus rüber. Ja, das können wir machen. Ich werde hier auch mal gleich das erste TNT setzen. Dann fliegt der Schlamm erstmal gleich durch die Gegend. Supply drop incoming, heads up. So, schnell raus hier. So viel Spaß, Freunde! Pass auf, da kommt gleich die... Wow. Genau. Ach, das war deine? Ja. Okay, meine ist nämlich auf der anderen Seite gewesen. So, können wir hier noch ein bisschen runter. Noch eine hinsetzen. Achso, dann mach ich hier gleich noch eine. Ganz schön HP abgezogen. Scheiße. Fuck. Ach, hier unten ist schon die Lava. Drei
3 Ebenen sind noch. Oh dear. Oh dear. Good night. Na, ach so, okay, ich war ja in dieser Wolke drin. Scheiße. Na, das kriegen wir hin. Da ist ja auch nicht mehr viel Material drunter, so wie es aussieht. Ich hab auch jetzt noch eine hingelegt. Ich muss jetzt aber auch gleich mal einen Spawnpunkt da vorne legen, sonst haben wir gleich ein Problem. Ja, der Weg ist halt immer so weit, ne? Das sowieso, aber man kommt dann ja auch schwer rüber, was ja so gewollt ist. Ich hab hier so einen kleinen Tunnel. Hier könnte man auf jeden Fall einen guten Spawnpunkt setzen. So einen kleinen, kleine Höhle habe ich hier gebastelt. Okay, ich guck gleich mal. Von rechts bist du, oder was? Wenn du zu den Gegnern guckst, rechts, ja. You're gonna die where you're sitting, puke bag. I bleed. Ups, voll daneben. Ich habe hier so zwei Steinblöcke hingesetzt. Dann siehst du, wo der Eingang ist. Oh, das ist aber auf der ganz anderen Seite. Da komme ich ja so schwierig hin. Ich mache hier erstmal meinen. Alright, my trench shovel. Alter, hier ist schon alles keck. Alles schon gut. Ich werde hier erstmal ein Stück reinschmeißen. Allerdings muss ich mich beeilen mit dem Rausbuddeln. Ich habe hier mal gerade eine Brücke zu dir gebaut. Kleinen Weg. Setz hier unten noch eine rein. So. So, hier hinten ist ein Weg. Da geht gleich noch eine hoch. Und ach, über guck. über dir geht eine Henne hoch. Das war aber echt knapp. So, jetzt haben wir hier noch ein Stück, das muss auch noch weg. Aber ich hab hier sonst... Hast du noch eine? Ja, ja. Oh, oh. Wir werden angegriffen. Der Pilz von 3 Seiten. Oder 7 besser gesagt. Hat nicht mehr gereicht bei mir. So, wir haben auch noch keinen Spawnpunkt, den muss ich nochmal weit laufen. Nein! Ach, du scheiß Sniper! Na, so ganz fruchtet die Taktik noch nicht. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, diese Runde. Ja. Entweder haben sie, kennen sie unsere Taktik schon, oder? Gut, ja, noch keiner. Oh, scheiße, ich bin außerhalb der Map gejumpt. Verdammt! Ich bin hinter die Lava rüber. So, dann geh mal weg da vorne, du Sniper-Mensch. Den hier gelegt. So einen Ninjas-Stützpunkt haben die hier gelegt. Ich baue den mal weg. Disappear, scumbag. Nein! Die haben sich da irgendwo eine Brücke gebaut. Oder sah es nur gerade eben so aus? Ah, scheiße, und wieder kein Spawnpunkt gesetzt, ey. Ich denke auch immer nicht dran, so eine Sauerei. Locked and loaded. Plus 3605 Bricks. Ja. Ah, ich flieg. Oh. Leute, lasst mich doch leben. Ich will doch nur eine Bombe setzen. Ja, das ist. Lasst mich euch doch vernichten. Ach, verdammt. Oh, das war ein weiter schöner Sprung. Da drüben ist ein Gegner im Matsch. Ja.
Der hat mich nämlich umgebracht, der Penner. Und unter dir ist der, ist dieses kleine Grube, wo du einen Spawnpunkt setzen könntest. Oh, weggesprengt. Unten rechts hast du? Ja, der, da wo auch die Blöcke sind. Oh, das war aber knapp. Oh, das war knapp. Genau, da, da habe ich eine kleine Grube. Oh. Sorry. Alles gut. Ich bin schon wieder tot. Warte, ich setze kurz einen Spawn. Wenn du es in 12 Sekunden schaffst, dann komme ich da gleich ran. Sollte passen. Dann kann ich da auch gleich so eine Helfstation hinsetzen, dann können wir da uns aufladen. Jo, ich sehe den Spawn. So, was können wir hier jetzt noch machen? Da können wir rein, die können da nicht rüber. Ich werde mal auf der anderen Seite weitermachen mit dem Projekt. Nein, da kommt natürlich jetzt gerade wieder so ein dreckiger kleiner Bastard von Ninja rüber. So, ich habe hier mal so eine Elfstation gebaut. Ich baue mich jetzt hier neben deren Base lang. Nein! Och, Mann. Und dann bombe ich gleich unter deren Kern, bombe ich gleich alles weg. Das ist schön. Komme ich gleich dazu, im Idealfall. Ja, wenn du da den Spawnpunkt rangehst, wenn du Richtung, wenn du rechts lang gehst, dann habe ich da einen Weg gebaut. So. Rechts nach außen gehen. Ich sehe dich schon. Hast du TNT? Solche Hab ich da. Wo sollen wir meine hinlegen? Hier? Oh, hier lege ich meine hin. Ja, mach doch mal. Ah, ich geh's mal rein. Ja, und hier hinten habe ich den Weg gebastelt. Wie das aussieht. So, mal gucken. Müsste gleich hochgehen. Bumm. Da kommt schon irgendwas. Oh, hier ist schon Lava. Wir sind schon unten auf jeden Fall. Ja, aber... Achso, da oben, okay. Hier sind die Stützpfeiler. Die kann man da nicht wegsprengen, ne? Doch, nee. Kann man? Nee, hier kommst du nicht so ganz. Hier ist irgendwo einer. Er hat nicht mehr viel. Fuck! Er hat den Spawnpunkt weggenommen. Scheiße. Ja. Auf jeden Fall ist meine Helfstation noch da. Zum Heilen. Naja, mal gucken. Mal gleich mal wieder ein, zwei Spawnpunkte setzen. Ja, sonst außen hinsetzen. Ich habe ja außen so ein paar Böcke hingebaut. Ja. Setzt du da einfach ein. Den sehen sie vielleicht nicht direkt. Guck ich gleich mal. So. So. Ach, hier oder was? Soll ich den hier setzen, den Spawnpunkt, oder? Hier irgendwo mal. Oder auch nicht. Achso. Hier ist doch genug Platz jetzt. Ja, oder kommt einer. Das ist ja jetzt schon. Victory! Gewonnen. Warum? Ich glaub, die haben aufgegeben, oder? Das kann gut sein, weil wir haben ja nichts gemacht. Den ersten Ken noch gar nicht angegriffen. Nee, nicht wirklich. Oh, scheiße, die Pumpe ist alles zu. Ja, da sehen wir mal wieder, TNT-Taktik hilft bei diesem Spiel. Ja, siehst du, und wenn wir die Gegner zumindest nur zum Aufgeben zwingen, das ist ja auch schon nicht schlecht. Na gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ja, genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da, schaut auch bei dem Sinn auf dem Kanal vorbei, verlinkt ist er ja bei mir in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Block and Load wieder. Macht's gut und tschüss. Bis dann, tschüss.